Hallo meine Lieben! So, heute ist wieder Samstag. Am Samstag ist Wochentalk-Zeit. Also bekommt ihr heute wieder einen Wochentalk. Halt wieder vor diesem Hintergrund, weil ich immer noch auf der Wege wohne. Das wird sich jetzt halt im Moment nicht ändern. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob es sehr störend ist, dieses Muster im Hintergrund. Wenn es sehr störend ist, werde ich mir etwas anderes einfallen lassen, obwohl ich euch nicht sagen kann, was das sein wird, weil ich habe hier irgendwie nicht viele Möglichkeiten. Naja, ich erzähle euch jetzt zuerst mal, was in meiner Woche alles passiert ist, und das war einiges. Ja, die Woche hat angefangen eigentlich ziemlich chillig. Ich hatte nicht viel zu tun am Montag, einfach etwas, ja, noch etwas zusammenpacken und ja, noch ein wenig ausruhen und so weiter. Dann am Dienstag, ja, war ich mit einem Mitbewohner hier von der WG und mit meinem Bezugsbetreuer in der IKEA in Lissach, ja gut, das interessiert die meisten wohl nicht, weil, ja, ich denke, ich habe jetzt doch überwiegend das deutsche Publikum. Ach, habe ich überhaupt einen Schweizer Abonnenten? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Ja, auf jeden Fall waren wir da in der IKEA und das war der reinste Horror. Und zwar war alles vollgestopft von Menschen. Ich muss dazu sagen, in einigen Kantonen in der Schweiz, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt mittlerweile alle sind, haben die Sommerferien angefangen und am Dienstag war echt mieses Wetter. Es hat geregnet, dass das Zeug fällt. Ja, und mein Betreuer und ich waren ja schon mal in der IKEA, aber haben vergessen, die Lagerpositionen aufzuschreiben, also mussten wir durch die ganze Ausstellung rum zum Suchen, was wir jetzt wo haben. Und ich habe echt fast nicht ausgehalten, weil es hatte so viele Leute. Es gab Momente, da hätte ich am liebsten einfach losgeschrien und gesagt, raus alles, meine Kerl. Ja, einfach ein bisschen übertrieben gesagt, aber wirklich so. Ah. Und dann unten im Lager war es irgendwie noch viel schlimmer, weil, also da hat es weniger Leute, aber diese Regale sind 5 Meter hoch, so etwa. Es kam mir fast vor wie ein ganzes Haus, aber das kann es nicht sein. Auf jeden Fall. Boah, das alles dort zu suchen. Und ich war echt keine Hilfe meinen beiden Helfern, weil ich ja durch meine Sehbehinderung das gar nicht lesen kann, was dort in den Lagern steht. Dann bin ich da so hinten reingetrottet und meine Anspannung machte. Aber ich habe dann irgendwann ist es meinem Betreuer aufgefallen und er sagte mir dann, ja komm, sitz da auf ein paar so, das war glaube ich ein Teil meines Bürotisches, der dort noch gestapelt war im Regal und da hat es noch Platz gehabt und dann bin ich dort drauf gesessen und habe mir ich und ich in die Ohren gestopft und habe echt mal ziemlich laut Musik gehört und um mich wie von der Außenwelt mal abzuschotten und zu mir zu kommen. Und an der Kasse war dann nochmal so ein Stressmoment, das alles ja bezahlen und was muss aufs Band, was können wir auf dem Wagen lassen und so weiter. Dann wollten wir eigentlich etwas trinken gehen, aber dann haben wir gefunden, bevor wir den Tisch aus der Warenabnahme dort abholen mussten, bringen wir lieber die Sachen, die wir schon haben, ins Auto,
also respektive wir hatten einen Bus von einer anderen Betreuerin ausgeliehen. Dort war schon mein ganzes Wegemobiliar drin. Also das meiste Mobiliar ist ja von der Wege, aber ich hatte unten im Eingangsbereich noch ein tolles Sofa und ein Fernsehtischchen und ja, sonst einfach noch viele Sachen so, die recht schwer waren, und die haben wir dann eben alle in das Abend. Ah, und mein tolles neues Bett, das ich für 50 Franken abkaufen konnte von einer Freundin, von einer Betreuerin, die das als Gästebett hatte und nicht mehr wollte. So ein richtig großes Bett. Ich weiß nicht, ich liebe große Betten. Ich bin nicht so der Mensch, der da so auf kleinen Betten schlafen will. Aber das war jetzt eigentlich mein ganzes Leben so, und darum freue ich mich auf 1,60 Meter mal 2 Meter. Ja, ich weiß auch nicht, ich liebe das. Auf jeden Fall, Entschuldigung, es ist etwas unbequem am Boden. Aber dann haben wir das alles eingeladen, haben dann noch die Tischplatte geholt und sind dann zu meiner Wohnung, und es hat immer noch in Strömen geregnet, als wir dort ausladen mussten. Und da kam ich mir auch wieder etwas doof vor, weil ich halt nur die leichten Sachen tragen konnte, weil, das wissen vielleicht noch nicht alle, oder ich habe es noch gar nicht erwähnt, ich habe auch noch einen ziemlich verkorksten Rücken zu Borderline und der Sehbehinderung, habe ich eben auch noch einen verkorksten Körper. Und ich, wenn ich allzu schwer hebe, kann das sein, weil ich schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte, der zum Glück wieder so von selber irgendwie zurückgeschubst ist. So hat mir das irgendwie der Arzt erklärt. Darf ich nicht schwer lüpfen, heben, und dann haben wir das Ganze einfach mal in die Wohnung getan und sind dann eigentlich nur noch schnell beim McDonald's in meinem neuen Wohnort etwas trinken und essen gegangen und dann wieder zurück auf die Wege, und ich war fix und fertig. Ich war echt am Arsch, Entschuldigung. Ich rede ja sonst nicht so, aber ich war wirklich am Arsch. Mir hat alles wehgetan irgendwie. Ich war total verspannt von meinen Anspannungen in der IKEA. Dann kam halt das feuchte Wetter noch dazu. Da habe ich sowieso immer ziemliche Gliederschmerzen. Ja, dann habe ich wirklich nichts mehr gemacht. Ich bin dann wirklich nur noch ins Bett, irgendwie um 8 oder so. Und habe nur noch geschlafen. Und am Mittwochnachmittag, das war eines meiner Wochenhighlights, habe ich einen Spiegel gemacht. Aus einem kaputten Spiegel wurde einen neuen Spiegel. Und das war so cool. Das war ein ehemaliger Spiegel von einer Wegebetreuerin. Und die hat er nicht mehr gewollt, weil er heruntergefallen ist. Und ich durfte aus den Einzelteilen mir einen neuen Spiegel machen. Wer mir auf Facebook folgt, also unter Sarahs YouTube-Kanal, wird es merken oder hat es schon gesehen, aber ich verlinke euch sicher mal die Seite irgendwo unten, ja, in der Infobox logischerweise. Dann weiß ich nicht, ob ich die Bilder einblenden kann, wäre natürlich toll, oder sonst mache ich es wie beim letzten Mal, dass ich sie einfach hinten ans Video anhänge, damit ihr die sehen könnt. Genau, das ist wohl der beste Weg. Weil ich bin noch nicht so gut mit Videoschneiden und Zusammenstellen und so weiter. Aber ich möchte euch den Spiegel natürlich nicht vorenthalten, und darum bekommt ihr ihn am Schluss. Genau, Donnerstag war ein verkorkster Tag, ich habe verschlafen, und eigentlich wollte ich ins Atelier, weil ich noch so Filzblüten filzen wollte, um eine Girlande zu machen für ins Wohnzimmer. Ist mir nicht gelungen. Nachmittags habe ich auch nichts Gescheites gemacht. Freitag, also gestern, war ich
nochmal bei Ikea mit meinem besten Kumpel und das war auch wieder der Horror. Es hatte zwar keine Leute, aber ich hatte irgendwie sowieso nicht so gute Laune und ich wurde irgendwie jetzt. Oh, das war mein Nachteil, Entschuldigung. Wurde dann irgendwie etwas zickig, aber wir haben dann fast alles bekommen, was ich gebraucht habe. Und wir hätten dann das noch von ihm, also aus seinem Ort bis zu meinem neuen Wohnort schleppen müssen. Und da wir beide sehr behindert sind, hätten wir mit dem Zug reisen müssen. Und ich habe am Abend noch das Ding gehabt bei uns zu Hause. Also ich musste kochen und gestern Abend, alle 2 Wochen am Freitag muss ich kochen. Obwohl ich gerade merke, dass das gestern das letzte Mal war. Und ja, das war alles etwas knapp und wir waren extrem müde. Und dann hat er eben gesagt, ja, er bringt es mit seiner Mutter mit dem Auto vorbei. Das heißt, ich fahre morgen in die Wohnung. Ja. Schreibt mir doch mal darunter, ob ihr nochmal ein Abenteuer-Umzug-Video wollt, weil ich weiß, dass das letzte gar nicht gut angekommen ist. Aber wenn ihr Lust habt, mache ich das gerne nochmal. Auch für weitere Themen, ihr wisst es, ab in die Kommentare damit. Auch immer habt, und zwar wollte ich euch ein Update zu meinem also zu dem Buch geben, das ich im Moment lese. Und wie ihr seht, ja, ist nicht viel gegangen. Es sind höchstens 20 Seiten, die ich gelesen habe. Obwohl es ja immer wieder Bilder hat oder sehr große Lücken. Ich habe nur gestern drin gelesen, sonst die ganze Woche nicht. Und ich bin etwas traurig, dass es so ist, aber ich werde wohl am Abend mal weiterlesen. Und mich nervt das gerade, dass das Nathalie immer Bing macht. Ja, aber ich gehe es jetzt nicht ausschalten. Gut, jetzt hat es mich aus dem Konzept gebracht. Aber ich möchte dieses Buch auf jeden Fall so in den nächsten ein, 2 Wochen noch lesen. Ich werde es auch schaffen, weil jetzt kommt etwas eine ruhigere Zeit. Auch ruhiger, nicht unbedingt, aber ich bin so viel mit dem Zug unterwegs, dass ich viel, viel, viel Zeit habe zu lesen. Und darum werde ich dieses Buch hoffentlich bald schaffen. Ich bin übrigens immer noch begeistert und ihr wisst ja, es wird eine Rezession geben und ich hoffe, dass ich damit andere auch noch anstecken kann, weil es ist wirklich genial. Jetzt kommen wir noch zur Musik. Die eine Musik, die ich im Moment sehr gerne höre und diese Woche ab und zu gehört habe, ist Helene Fischer. Und ich weiß, dass die nicht unbedingt überall beliebt ist, aber ich liebe sie. Also ich finde vor allem ihr Lied Fehlerlos finde ich echt genial. Und was ich auch sehr viel gehört habe, ich sollte es nur noch finden, ist eben das Entschuldigung, das war Andreas Gabayé, der da schnell dazwischen gerufen hat. Heute ist irgendwie bleibt ein Pech und Pannen bei mir. Ah, ich und ich da. Genau, ich und ich. Das ist, ich habe nur ein Album zur Zeit von Ihnen. Ich habe mir das mal ausgeliehen von jemandem. Und das ist das Album Gute Reise. Und dort finde ich, das Lied Pflaster finde ich toll und ich muss schnell schauen, wie das andere heißt. Pflaster finde ich toll. Danke finde ich ganz ein tolles Lied. Und glaube ich, allein tanzen ist auch noch ziemlich cool. Ich weiß gerade nicht, es sind drei, aber auf jeden Fall Pflaster und Danke sind total tolle Lieder. Ja, was habe ich sonst noch gehört? Ja, ich glaube, sonst habe ich mir einfach so. Ich gehe dann manchmal
Mein iPod spinnt. Ah. Ah. Geh da raus. Raus. Aha. Ja. Manchmal bin ich etwas unbeholfen. Dussel. Aber macht ja nichts. Ja, sonst höre ich halt dann manchmal einfach querbeet. Ich gehe dann manchmal bei den Titeln einfach auf zufällig und hör mal, und wenn mir plötzlich ein Interpret gerade gut gefällt, dann suche ich mir das Album raus oder gerade den ganzen Interpreten und höre den auf zufällig. Und ja, aber wie ihr wisst, ist ja Musik für mich etwas sehr Wichtiges. Ich habe es ja auch in meinem Skills-Video erwähnt, dass ich es sehr, sehr wichtig finde für mich, die Musik. Und ja, ich würde sagen, das wär's zur Musik und ich gebe euch jetzt nochmal einen Vorblick. Ja, morgen gehe ich eben nochmals in die Wohnung. Ich bleibe vielleicht sogar etwas länger, weil, ja, ich weiß, ich muss jetzt daneben schauen, ob das mein bester Kumpel war, der mich sagte, wenn sie kommen. Auf jeden Fall werde ich in meiner Wohnung sein, ein paar Sachen einräumen, die in die Küche gehören, weil die anderen Schränke stehen ja noch nicht. Das kommt dann am Mittwoch ab. Und am Dienstag gehe ich nach Solothurn zu meiner Beiständin. Da werden noch finanzielle Fragen geklärt. Ich muss auch noch wissen, wie das mit der Ummeldung klappt und mit der Adressänderung und so weiter. Das werden wir wohl am Dienstag alles klären. Und am Mittwoch gibt es den ganzen Tag aufbauen. Da wird meine Wohnung zum Leben erweckt. Da werden die Möbel aufgestellt. Und ich freue mich, weil dann hat die Wohnung eine Form, weil jetzt ist einfach ein riesen Chaos, überall liegen Packungen rum von Möbeln und es ist wirklich noch ein Chaos. Und darum, ja, bin ich echt froh, wenn am Mittwoch endlich mal etwas Struktur reinkommt. Ja! Und sonst ist diese Woche noch nichts geplant, aber ich denke, ich habe noch genug zu tun. Und es macht auch nichts, wenn ich ab und zu wieder ein bisschen Ruhetage habe zum, ja, chillen und zum Runterkommen, weil es ist schon eine sehr emotionale Zeit für mich und eine sehr anstrengende Zeit, aber es freut mich auch sehr und ja, darum werde ich jetzt aufhören und auch noch ein wenig chillen. Das heißt, ich drehe jetzt noch ein Video, das kommt dann, keine Ahnung, morgen, Montag oder so mal hoch. Und dann wünsche ich euch jetzt einen ganzen schönen Samstag, also den Rest, und einen schönen Sonntag. Bis dann, ciao!